Hallöchen meine Lieben, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Wir sitzen hier. Zu viel. Nein, die Bella steht mehr oder weniger. Oh, Bella. Nein! 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 Ja, der Philipp ist gerade eigentlich noch ein bisschen am Frühstücken. Er hat schon was gefrühstückt und jetzt gibt es noch einen Apfel und der Papa und ich trinken einen Kaffee. Machst du noch Kaffee? Aber den Hund nicht mehr geben. Du kannst schon geben, aber. Der macht so. Wenn er kommt, was soll ich machen? Ja, die anderen Mäuse sind alle Schule und Kindergarten und wir sitzen ein bisschen zusammen, trinken unseren Kaffee, das ist so unser Morgenritual. Und bitte schön. Frühstücken was oder besprechen den Tag und so weiter. Genau, dann geht's los mit der Arbeit, kochen, Kinder abholen. Tagesablauf ist schon wie vorgeschrieben. Mehr oder weniger, ja. Heute wollen wir wirklich ein paar Reels drehen. Letztes Mal haben wir irgendeinen Vlog vor ein, zwei Wochen, weiß ich nicht mehr. Da wollte ich auch, habe ich auch am Reel-Drehtag mitgenommen, aber ich hatte so Nackenschmerzen und dann hatte ich Kopfschmerzen. Am nächsten Tag habe ich dann Tinnitus bekommen. Habe ich euch das schon erzählt? Ich habe ja so Nackenschmerzen, ich habe immer noch so Nackenschmerzen. Ich hatte einen Tinnitus, das war wirklich schlimm, also ich habe mich erschrocken und das hängt zusammen, das wusste ich auch nicht, hat mir der Arzt dann gesagt. Ja, auf jeden Fall, vielleicht schaue ich noch zum Osteopathen, wenn es gar nicht besser wäre, aber ich weiß nicht, jetzt ist es wieder ein bisschen. So, ich muss ein bisschen meine E-Mails checken und mit Papa besprechen und dann melden wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, wir wollen jetzt gleich Reels drehen, aber bevor wir das machen, müssen wir ein bisschen aufräumen. Hier im Wohnzimmer ist nämlich ein bisschen ein kleines Schlachtfeld. Ich habe mir auch für meinen Spiegel und für ein bisschen Staubwischen hier so ein Glasreiniger geholt und Küchenpapier. Jetzt werden wir, wie gesagt, ein bisschen aufräumen, bevor wir jetzt anfangen können. Und der Papa hilft mir. Natürlich. Indoor-Spielplatz zu beseitigen. Ja, wir haben einen richtigen Indoor-Spielplatz, wie man sehen kann. Den werden wir ein bisschen aufräumen, sonst haben wir ja gar keinen Platz. Und ja, wie gesagt, ein bisschen putzen müssen wir auch. Mit aufräumen. Das letzte, es fehlt noch ein bisschen der Boden. Der Boden muss ein bisschen gereinigt werden. Und hierfür haben wir einen neuen kleinen Helfer. Und zwar haben wir hier nämlich die Yeti Mopstation, meine Lieben. Die ist mega cool. Ich werde sie euch auf jeden Fall gleich zeigen. Die Yeti Mopstation hat hier einen Saug- und Wischroboter. Mega, mega toll. Und das ganz Besondere an der Yeti Mopstation ist, dass hier drinnen, warte, ich zeige euch das, ich drehe euch um. Hier drinnen befindet sich nämlich was richtig individuelles, was ich noch nie bisher gesehen habe. Und zwar gibt es hier nämlich zwei Wassertanks. Einmal Frischwassertank hier im blauen Behälter. Da habe ich jetzt auch schon vorhin frisches Wasser reingefüllt. Und dann gibt es hier auch noch einen Tank für das schmutzige Wasser. Das bedeutet, dass man aufwischen kann und diese Mops werden hier in der Waschmaschine gereinigt. Ich zeige euch mal, wie das Ganze ausschaut. Und das sind die zwei Mops, von denen ich gesprochen habe. Das sind Schleuderwischpads, die man hier an den Roboter unten ranklickt und die reinigen den Boden einfach perfekt. Auch eingetrocknetes geht damit super leicht weg und ich zeige euch, wie schnell das einfach in Betriebnahme geht. Also einfach mal den Roboter umdrehen und diese zwei Pads hier unten einfach ranklicken. So. Switch to vacuum and mopping mode. Sehr gut. Und so schaut das Ganze aus. Richtig toll. Und diese zwei rotieren so und machen einfach den hartnäckigsten, eingetrocknetsten Fleck weg. Außerdem befindet sich in der Wischstation eine Waschmaschine. Bedeutet, alle 10 Minuten fährt der Roboter zur Station hin und wäscht diese Pads selber. Das heißt, es kommt mal frisches Wasser runter, dann werden sie gewaschen und das schmutzige Wasser wird wieder hinaufgesaugt. Sowas habe ich nämlich bisher noch nie gesehen und fand das richtig, richtig beeindruckend. Und ich werde euch das Ganze auch ein bisschen zeigen. Hierfür
dafür habe ich natürlich noch ein bisschen Dreck am Boden gelassen und sogar ein bisschen Marmelade ausgepatzt. Ich habe mir gedacht, zeigen wir es gleich im Hardcore-Modus mit richtigen krassen Flecken. Das ist so eine richtig klebrige Marmelade. Deswegen werden wir gleich den Roboter einschalten und uns das Ganze anschauen, wie ihr das reinigt. Aber bevor wir den Staubsauger in Betrieb nehmen, wollte ich euch diese tolle Waschmaschine mal zeigen. Die kann ich nämlich auch hier manuell betätigen, wie auch andere, wie zum Beispiel den Roboter zur Station zurückschicken oder hier mit dem Knopf kann ich ihn starten, falls er jetzt hier quasi in der Station wäre. Aber ich zeige euch mal die Waschmaschine, die ist nämlich richtig cool. Hierfür werde ich einmal auf den Knopf drücken. Da könnt ihr sehen, wie das frische Wasser hier in diesen Auffangbehälter reinrinnt. Wenn dann hier die Mops drin wären, dann würden die natürlich jetzt gereinigt werden und dann kann man das Ganze auch wieder raufsaugen. Und wie ihr seht, ist das jetzt einfach das ganze Wasser wieder weggesaugt worden. Somit hat man die Mops hier gereinigt und das Ganze macht er automatisch, wie schon erwähnt, alle 10 Minuten. Ich habe jetzt den Roboter mal auf die Station geschickt und er hat schon seine Wischpads unten gereinigt, also diese zwei kleinen Mops. Ich werde gleich hier mit meiner App, die ich auch habe, die natürlich dazugehört, gleich mal eine Reinigung starten. Und euch das bisschen zeigen, wie der putzt. Während der Jedi hier mein Wohnzimmer sauber wischt, werde ich schnell in die Küche gehen und das Mittagessen schnell vorbereiten. Denn wenn die Kinder dann von der Schule kommen, damit das Essen fertig ist, deswegen nehme ich euch gleich mit in die Küche. Heute gibt es mal wieder Lasagne. Die Kinder haben sich das gewünscht. Also unsere Kinder lieben Lasagne. Die würden wahrscheinlich Bolognese oder Lasagne täglich jetzt nicht, aber sehr, sehr oft essen. Deswegen habe ich gestern am Abend schon die Bolognese vorbereitet und habe sie jetzt gerade aus dem Kühlschrank rausgeholt. Ich werde jetzt dazu noch einen Becher Creme Fraiche reinrühren. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt, glaube ich, im Food Diary, oder? Dass wir keine Bechamelsoße mögen. Deswegen mache ich da so ein bisschen Creme Fraiche immer drauf. Aber da ich jetzt die Soße so perfekt hier drin habe, werde ich das Ganze gleich einrühren. Und dann werden wir anfangen mit dem Schichten. Ich habe mir auch schon meine Lasagneblätter vorbereitet. Und ja, let's do this. Huh? Immer zuerst ein bisschen Soße. Während ich gekocht habe, ist das Wohnzimmer sauber gewischt worden. Schaut euch das an, wie das schön glänzt, meine Lieben. Richtig, richtig toll. Perfekt. Was kann ich sagen? Ich bin richtig begeistert. Und auch die Marmeladenflecken, wie ihr sehen könnt, ist einfach nichts mehr da. Und ich zeige euch gleich, wie es hier bei den Wasserbehältern ausschaut. Ich habe euch ja hier gezeigt, hier ist das frische Wasser drinnen. Da kann man schon gut erkennen, dass da schon die Hälfte ja weg davon ist. Und wir schauen auch gleich hier im schmutzigen Behälter rein, also im schmutzigen Wasserbehälter. Oh mein Gott, das ist nur vom Wohnzimmer. Voll krass. Ist das nicht mega praktisch? Das Ganze macht alles für euch. Also richtig toll. Die Mops werden gewaschen, der Boden ist sauber. Was wünscht man sich mehr? Ich bin richtig begeistert, macht mich richtig glücklich. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch gleich hier im Vorraum gleich mal eine Wischrunde starten und bin so happy darüber. Ich liebe den. Liebe, liebe, liebe.
bedient. Falls ihr auch an der Yeti-Mob-Station interessiert seid, meine Lieben, schaut gerne unten in der Infobox, da werde ich es euch verlinken. Falls ihr auch wenig Zeit habt und Kinder und Tiere und so weiter und ihr einfach eine kleine Unterstützung im Haushalt braucht, dann holt euch diese Yeti-Mob-Station, die ist richtig, richtig toll. Wie gesagt, unten in der Infobox habe ich es für euch verlinkt und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Stöbern. Wie man hört, sind auch schon die Kinder von der Schule und Kindergarten zurück und da werde ich jetzt auf jeden Fall gleich hingehen und schauen, ob meine Lasagne fertig ist. Die Lasagne ist fertig und der Papa macht jetzt für sich und mich Spargel. Wir sind jetzt nämlich in den Genuss von grünen Spargel gekommen. Der schmeckt so lecker. Das schmeckt auch immer sehr, sehr lecker. Viel besser als weißer Spargel. Definitiv. Weißer Spargel schmeckt uns nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die... dass weißer Spargel überhaupt zum Grillen geeignet ist. Also, da muss den grillen. Ja, aber in Suppe schmeckt weißer Spargel. Ja, kann man nicht also weiße kann man kochen und mit Bechamelsauce und so, aber den grünen eher grillen. Und genau. Nochmal los. Wir haben nämlich, also wir brauchen eine Requisite für unsere Reels und dann fangen wir an. Wir haben schon alles gemacht, aber nur nicht Reels gedreht, aber wir brauchen etwas, dann geht's los. Also ich glaube, wir sind eigentlich eh schnell fertig, oder? Aber einige sind, glaube ich, nicht so schwierig, oder? Ja, ich glaube, das schafft man dann heute schon. Aber wie gesagt, wir brauchen noch eine Requisite und was das ist, werdet ihr dann gleich sehen. Was machst du denn da? Willkommen beim Vatertag. Und? Wie kann man sowas anziehen? Oh, das passt ja nicht rein. Hast du was gefunden, was passend ist? Das ist schon sexy. So, mein Lieben, jetzt bin ich fertig. Ich zeige euch, was ich mir gekauft habe. Ich konnte die dann nicht richtig filmen, weil die Musik im Hintergrund war. Tada! Meine erste Frauenschuhe. Ja, die Schuhe waren ein richtiges Schnäppchen. Von 25 Euro auf nur 10 Euro. Ich habe probiert, mit den Schuhen zu gehen. Leider klappt es nicht so gut, aber vielleicht mit mehr Übung kriege ich doch hin. Mal schauen, wie es wird. So, wir sind jetzt wieder zu Hause nach dem ominösen Schuhkauf für den Papa. Weißt du schon? Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Kinder hier versammelt. Die Großen sind auch schon da und wir werden mit ihnen ein lustiges Reel drehen. Jetzt drehen wir dieses ganz, ganz lustige TikTok, wenn ihr den Papa sehen würdet. Papa! Falls ihr dieses TikTok sehen wollt, dann müsst ihr mir unbedingt auf TikTok folgen. Ich heiße da Diana Diamanta, einfach so in einer Wurst zusammengeschrieben. Und da könnt ihr das Endergebnis sehen. Wir sind jetzt fertig mit dem Drehen der Reels. Und ich und der Patrick und die Michelle und der Philipp fahren jetzt zum Chinesen, was zum Essen zu holen. Wir machen das immer so, wenn wir Reels drehen, dann kochen wir entweder nicht zum Mittag oder nicht am Abend und holen uns etwas. So, der Patrick fährt uns. Wir holen jetzt was zum Essen. Der Papa geht mit den zwei Mädels ein bisschen in den Wald spazieren und so. So, viel Spaß. Bis nachher. Bye, bye. Sieht schön aus. Sieht ja wunderschön aus, gell? Hey, schau, da gibt es auch sehr viele Blumen. Guckt mal. Das war genau die gleichen. Dann sogar lila. Ja. Ja, meine Lieben, ein bisschen Pause brauchen wir auch. Also wir sind jetzt fertig mit den Reels. Die Mama ist jetzt Essen einkaufen gegangen. Und ich mache eine Runde mit den Mädels im Wald. Papa! Komm, wir warten auf dich.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es geht? Lara? Da ist nicht. Habt ihr irgendwo die Lara gesehen? Lara! Ha! Lara, wo hast du dich versteckt? Ich habe euch gefunden! Du musst jetzt erst fangen, hast du gesehen. Fangen muss ich auch noch. Nicht schauen. Naja, vielleicht ist weniger Wasser diesmal. Bitte macht es euch nicht nass. Das ist wichtig, okay? Tut ihr angeln? Also, man ist... Schade. Könnt ihr kurz leise sein? Ich will nur das Wasser hören. Lara, danke. Ja. Pass auf, Lara, du kannst mich verletzen mit dem. Hör auf! Du bist nervig. Oh mein Gott. Hier kommen wir immer und machen wir diesen Teil hier. Manchmal. Ja. Aber nachher dann tun wir Wasser an. Nein, wir waschen gestern hier. Ja, Lara, ich weiß es, aber manchmal hat der Papa nicht Zeit. Aber was ich sagen wollte, wir kommen hier manchmal und wir drei putzen diesen Teil hier. Ich zeige euch. Bis davor, vom Plastik und vom Schmutz und so. Wir haben letztes Mal ziemlich gut sauber gemacht, da ist ja gar nichts mehr im Wasser, gell? Und da hast du dann so geschwommen und dann weggekommen. Ja, und alles sauber jetzt, oder? Ja, finde ich auch. So, meine Lieben, wir sind schon wieder zu Hause mit dem Essen. Lara und Luisa und Papa sind auch schon wieder da. Zeig ich mal schnelles Essen. Ich habe eine Nudel, also eine Reisbox mit Gemüse. Dann haben wir auch Sushi mit Crispy Salmon. Dann Tempura Maki. Papa, ich kann die Kamera nicht mehr halten. Zeig du deine. Also, ich habe Wok-Gemüse. Lara und die Luisa, was ist das? Fleisch mit so. Nudeln. Nein. So eine Nudelbox mit Fleisch. Mit Naturhuhn. Und da ist nur Nudeln mit Gemüse. So, meine Lieben, wir haben jetzt schon gegessen. Wir werden jetzt für Schlafen vorbereiten, denn morgen ist noch Schule und Kindergarten. Die Mama ist mit dem Philipp schon ins Schlafzimmer gegangen, weil der Philipp war wirklich sehr, sehr müde. Ich werde jetzt die Mädels ins Bett bringen und jetzt auch den Vlog beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss.